Okay, den nächsten Redner, den bräuchte ich eigentlich gar nicht vorstellen. Denn wenn das Prädikat Urgestein der Bewegung gegen Stuttgart 21 verliehen werden würde, dann sicher auch an ihn. Schon seit 1996 hat er seine erste Analyse zur Kritik des schädlichen Großprojekts Stuttgart 21 vorgelegt und war seither auf ungezählten Kundgebungen und Veranstaltungen mit ebenso ungezählten Artikeln und Büchern gegen das zerstörerische Projekt aktiv und hat sich nie von grünen Wendehälsen von seiner Unterstützung für unsere Bewegung abbringen lassen. Herzlich willkommen, Winfried Wolf. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich komme gerade vom Betriebsrätekongress der GDL in Bremen. Es war dort beeindruckend, wie stark die mehr als 280 Betriebsräte dieser Gewerkschaft wieder waren, den Zusammenhang zwischen Wertschätzung, Respekt der Bahnbeschäftigten und der Notwendigkeit einer Klimabahn sehen, was auch im Referat von Professor Deutler aus Tübingen betont wurde. Und nicht verhehlen möchte ich, dass ich dort einen passiven, nicht bewegenden Auftritt hatte. Klaus Weselski bat mich auf die Bühne, um mich für die Gründung der Streikzeitung, die während des GDL-Streiks wieder zweimal erschien, zu ehren. Es ist für mich auch selten, einen Applaus hier, aber dann auch dort in Bremen von so vielen streikerfahrenen Proletariern zu bekommen. Wichtigerweise auch für uns hier in Stuttgart. Immer wieder war Stuttgart 21 bei dieser GDL-Tagung in Bremen und ist als Beispiel für eine zerstörerische Politik der führenden Deutschen Bahn AG im Gespräch. In beiden Ausgaben der Streikzeitung war das auch Thema, unter anderem mit einem Beitrag von Tom Adler in der Nummer 2. Sowie auch hier der Kollege Norbert Quitter, der stellvertretende Bundesvorsitzende der GDL, gesprochen hat und seine Solidarität mit der Bewegung gegen Stuttgart 21 ein neues Mal zum Ausdruck gebracht hat. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, zum Thema Wahlen. Am vergangenen Sonntag, dem 26. September, gab es zwei in vielerlei Hinsicht historische Wahlen, über die nicht berichtet wird. An diesem Tag sprachen sich in der Hauptstadt Deutschlands, in Berlin, 56% für die Enteignung der großen Wohnungskonzerne aus. Und warum gab es diesen Erfolg? Weil Millionen Menschen das Recht auf bezahlbare Wohnen als ein Grundrecht ansehen und weil bis zu 2000 Aktive diese Kampagne in der Hauptstadt mit enormem Engagement in einem wichtigen Häuserkampf getragen haben. Am selben Tag wurde in der Hauptstadt der Steiermark in Graz Elke K. zur Oberbürgermeisterin gewählt. Frau K. ist Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs. Und warum wurde Elke K. und ihr Team gewählt und warum hatten sie diesen Erfolg? Sicher nicht vor allem, weil sie Kommunisten und Kommunistinnen sind, sondern vor allem, weil sie in Graz mit ihrer konkreten, bescheidenen Lebensweise als Vorbild gesehen werden, weil sie sich seit Jahrzehnten insbesondere für die Interessen der Mieterinnen und Mieter stark machen und weil sie einen umfassenden öffentlichen Wohnungssektor fordern. Und das gefällt natürlich denen nicht, die im Bündnis stehen mit den mietheilenden Wohnungskonzernen. Die Schlagzeile in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lautete: Willkommen in Leningrad. Doch wenden wir uns dem zu, worüber breit berichtet wird, der Bundestagswahl. Die Ergebnisse, über die in der folgenden Klarheit auch fast nirgendwo berichtet wird, lauten: 9,7 Millionen Menschen im wahlberechtigten Alter, rund 1 Million mehr als vor 4 Jahren, durften nicht zur Wahl gehen, weil sie keinen deutschen Pass haben. 14,3 Millionen oder ein knappes Viertel aller Wahlberechtigten, also Menschen mit deutschem Pass, gingen gar nicht erst zur Wahl. Weitere 4 Millionen, das entspricht 8,6%, machten ihr Kreuz bei Kleinstparteien, deren Ergebnis unter der undemokratischen 5%-Hürde blieb. Sie verschenkten bewusst ihre Stimme. So dann erhielt die Wahlsiegerin SPD 11,9 Millionen der Stimmen, was formal 25,7% der Wählerinnen entspricht,
Das sind aber zugleich nur 19% der Wahlberechtigten und entspricht sogar weniger als 15% der Bevölkerung im wahlberechtigten Alter. Und nochmals dürftiger waren die Ergebnisse für CDU, CSU, Grüne und FDP. Und diese Gesamtveranstaltung bezeichnete der grüne Cem Özdemir am Wahlabend bei Anne Will als Hochamt unserer Demokratie. Nein, liebe Freunde und Freundinnen, ich mache mich nicht lustig über die Wahlen. Es ist gut, dass sie als einigermaßen freie Wahlen gibt und selbstverständlich habe ich gewählt, ich habe die Linke gewählt. Doch analysiert müssen die Verhältnisse, wie sie wirklich sind, weil das, was danach noch folgte, Dieter Reichert hat es angesprochen, war noch mal erbärmlicher als die nackten Ergebnisse selbst. Der Zweitplatzierte, also dieser Leichtmatrose aus Aachen, will jetzt eine Zukunftskoalition mit FDP und Grünen bilden. Die beiden kleineren Parteien erklären noch am Wahlabend, dass sie eine Regierung mit Union der Verlierer nicht ausschließen. Und gelingt dann dem Freund der Banker, Olaf Scholz, am Ende doch die Bildung einer Regierung, dann wird dänische Kanzler, der im Jahr 2020, also vor einem Jahr, in zwei SPD-internen Wahlgängen um den Parteivorsitz unterlag und dessen Politik von einer Mehrheit der SPD-Mitglieder als wenig sozial, als nicht ökologisch angesehen wird. Damit sind drei Dinge ausgemacht. Erstens, es ist offenkundig, dass sich bei dieser neuen Regierung um eine politisch schwache Regierung handelt, während die Gemeinsamkeit im Wesentlichen darin besteht, dass alle an die Futtertröge wollen. Nach 16 Jahren mit relativ stabiler Merkel-Regierung nähert sich unser Land auf diesem Gebiet dem EU-Normalmaß an und das kann Folgen haben, denn während die relativ stabile Regierung Merkel die zentrifugalen Kräfte in der Europäischen Union noch zusammenhalten konnte, können seine schwachen Regierung Scholz oder gar Laschet weniger gelingen. Zweitens liegt auf der Hand, dass diese Regierung einen grundsätzlich unsozialen Charakter haben wird. Sie erfolgt zum Beispiel das Ziel Einhaltung der Schuldenbremse. Sollte sie erkennen, dass Mehrausgaben, zum Beispiel beim Klimaschutz, notwendig werden, dann werden sie diese entsprechenden Mehrgelder nicht bei den Besserverdienenden und nicht bei den hochprofitablen Unternehmen eintreiben, sondern bei den kleinen Leuten. Also über Rentenanpassung, höhere Sozialbeiträge, steigende Energiepreise oder gar eine Mehrwertsteuererhöhung. Und drittens ist erkennbar, dass diese Regierung in keiner Weise den Aufgaben, die sie hier stellen, gewachsen sein wird. Beschränken wir uns auf zwei Bereiche, den Klimaschutz und die Bahnpolitik. Klimaschutz. Alle relevanten Player in einer neuen Bundesregierung setzen hier auf marktwirtschaftliche Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgase. Tatsächlich wirken alle diese Marktmechanismen in genau die entgegengesetzte Richtung. So ist es bei der Konzentration auf eine CO2-Bepreisung. Diese muss dann als ein Alibi dafür herhalten, dass verzichtet wird auf wirksame Sofortmaßnahmen wie Besteuerung von Kerosin, Wegfall der Dienstwagensubventionierung, Streichung des Dieselprivilegs und vor allem auf einen Beschluss zu wirksamen Tempolimits von 120 auf Autobahnen, 80 auf anderen Landstraßen und 30 in allen Wohngebieten. Stichwort Paris. Es ist doch wirklich verrückt, dass hierzulande und in der Hauptstadt Berlin und auch in der Landeshauptstadt Stuttgart das Tempo 30 in allen Wohngebieten nicht durchsetzbar erscheint und dass diese elementare Forderung vor wenigen Wochen in Paris umgesetzt wurde. Für ganz Paris gilt Tempo 30 mit Ausnahme des Autobahnrings Peripherique. Zur Politik im Bereich Schiene. Die neue Bundesregierung und die Deutsche Bahn AG werden am Projekt Deutschland Takt festhalten. Das klingt auch gut. Bundesweit integraler Taktfahrplan nach dem Vorbild der Schweiz. Doch es ist genau nicht die Schweiz als der Vorbild, sondern das Negativvorbild ist die Deutsche Bahn AG selber. Denn unter der Tarnkappe Deutschland-Takt, das hat hier Professor Hesse mehrmals dargelegt, sollen in den nächsten 10 bis 15 Jahren 75 Milliarden Euro vor allem für falsche, für neue, zerstörerische Großprojekte ausgegeben werden. Man will zum Beispiel auf einer neuen Verbindung Hannover-Bielefeld erneut wie im Fall Stuttgart-Ulm eine Bolzstrecke mit viel Geld und einem Energiefressertempo 300 bauen. Interessant dabei ist, in entsprechenden Kreisen werden all diese Projekte damit begründet, dass alles ganz anders ist als in Stuttgart. Stuttgart 21
wird hier oberhalb der Neckarlinie, also außerhalb des Gesichtskreises von Lopper und Kretschmann, als katastrophal angesehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung brachte vor ein paar Wochen einen Seite-1-Artikel mit einem Loblied auf den Frankfurter Fernbahntunnel, ein absurdes neues Großprojekt mit Überschrift Kein Stuttgart 21 am Main. Und dort heißt es unter anderem, alle oberirdischen Anlagen im Frankfurter Hauptbahnhof bleiben erhalten, dank zusätzlicher Bahnsteige in 35 Metern Tiefe. Mit Stuttgart 21 hat dies mit ihm nichts zu tun. Zitat Ende. Das Projekt ist aus vielen Gründen, die ich hier aus Zeitökonomie nicht darlegen will, absolut gaga. Das zeigte schon allein der Zeitvorgabe. Ich zitiere nochmal die FAZ. Selbst wenn die Bürger nicht auf die Barrikaden klettern in Frankfurt, so wird es mindestens 2 Jahrzehnte dauern, bis die ersten Züge unter der Frankfurter Innenstadt hindurchrauschen. Zitat Ende. Das heißt, in Zeiten einer aufsteigenden Klimakatastrophe, bei der das nächste Jahrzehnt entscheidend sein wird, plant man einen Betontunnel in 35 Meter Tiefe, der frühestens im Jahr 2041 in Betrieb gehen kann. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, jetzt habe ich in meiner Wahlbilanz berichtet, dass ein großer Teil der Bürger und Bürgerinnen das Gefühl hat, die Wahlen gingen ihnen echt am Arsch vorbei. Aber warum ist das so? Ein wesentlicher Faktor für den mangelnden Enthusiasmus des Wahlvolkes besteht in der Politikermüdigkeit. Ich meine es genau so, ich meine nicht Politikmüdigkeit. Die Erfahrungen der Menschen mit der offiziellen Politik sind einfach abstoßend. Auch hier zwei Beispiele. Thema Krieg und Frieden. Es gab mehr als 1,5 Jahrzehnte lang in diesem Land eine klare Mehrheit von 65%, die gegen den Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan war. Im Bundestag aber stimmten immer 80%. Also ich bin das Volk und ich sage mal eins. Ja, sind noch mal. Im Bundestag aber stimmten immer 80% für die Verteidigung der Freiheit Deutschlands am Hindukusch. Und wie reagierte jüngst die Politik auf den Kollaps der NATO und der USA in Kabul? Allgemeiner Konsens aller Berufspolitiker war, man muss jetzt den Aufbau einer EU-Armee beschleunigen, um autonom Auslandseinsätze ohne die USA durchführen zu können. Und da tönt dann der Kanzler in Spee, Olaf Scholz, ich zitiere, in dieser Legislaturperiode haben wir den größten Aufwuchs für die Bundeswehr geschafft. Ein Zuwachs von 36%. Das ist etwas, was ich aus tiefster Überzeugung für richtig halte. Zitat Ende. Allein diese Aussage ist doch ein Offenbarungsreif für einen potenziellen Kanzler und vor allem für einen Sozialdemokraten. Der Mann sagt es vor den folgenden sozialen Hintergründen. 14% aller Kinder in diesem Land leben in Hartz-IV-Familien. Millionen Existenzen sind wegen berechtigter Pandemiemaßnahmen bedroht. Weit mehr als 100.000 Stellen fehlen in den Krankenhäusern. Im Schienenverkehr fehlen 10.000 Stellen, allein darunter 2.000 Lokführer. Und bei all diesen Themen heißt es, wir haben kein Geld. Vor diesem Hintergrund sagt der Kanzler dann, er will die Bundeswehr weiter steigern. Er ist stolz darauf, die Bundeswehr um 40% mehr Geld gegeben zu haben in der letzten Legislaturperiode. Und dies sagt er aus tiefster Überzeugung. Thema Stuttgart 21. Der grün-schwarze Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg wurde ja erst vor einem halben Jahr im Mai 2021 vorgelegt. Da wird festgehalten, ergänzend zu Stuttgart 21, den Tiefbahnhof mit 8 Durchfahrgleisen, wird ein Winne-Hermann-Kopfbahnhöfle mit 6 bis 8 Gleisen als notwendig erachtet, ebenfalls unterbefindlich und irgendwie angeflanscht an den eigentlichen S21-Tiefbahnhof. Wir, das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, interpretieren das korrekt wie folgt. Die grün angeführte Landesregierung plant ein zweites Stuttgart 21. Jetzt gab es ja seither nicht nur die Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Es gab im ersten Halbjahr dieses Jahres 2-mal Hochwasser in dieser Stuttgarter Innenstadt, wobei beides Mal es zu Hochwasser kam, unter anderem der Kreppassage, wo bei einmal mindestens die Untergrundstraßenbahn und die im Bau befindlichen anderen Bahnen ausfielen. Erinnert ihr euch an den Namen Frei Otto? Ja.
Das ist einer der beiden Stuttgart 21 Architekten, der zweite neben dem S21 Profiteur Christoph Ingenhofen. Frei Otto ist aus dem S21 Projekt im Jahr 2010 ausgestiegen. Er sagte damals, er müsse dies aus moralischer Verantwortung tun. Er erkannte die Gefahr, dass der Bahnhof in der gigantischen, tief in den Boden versenkten Betonwanne, ich zitiere, von den umgeleiteten Wasserströmen überschwemmt werden kann oder, das ist das Gegenteil passiert, dass er, Zitat, aufsteigt wie ein U-Boot aus dem Meer, Zitat Ende. Wir wissen jetzt, dass die S21-Planer diese Gefahr auch sehen. Deshalb haben sie in die beiden gewaltigen Betonwände, die den S21-Druck seitlich begrenzen, riesige senkrechte Schlitze eingelassen. Diese werden dann geöffnet, wenn diese umgeleiteten Wasserströme konkret den Druck aufsteigen lassen drohen. Das heißt im Klartext, man plant konkret für einen solchen Fall, den S21-Bahnhof zu fluten. Nun kann man zwar ohne allzu große Kosten einen Straßentunnel fluten, da musst du nur am Ende den Schlamm wegräumen, dann können die Autos wieder fahren. Flutet man aber einen Bahnhof, dann sind davon Hightech-Elektronik, sensible Bahnhofselektronik und Infrastruktur betroffen. Das heißt, bei einem solchen Vorgang ist ein Hauptbahnhof Stuttgart für Wochen, wenn nicht gar für Monate, komplett lahmgelegt und der Knoten Stuttgart nicht mehr befahrbar. Und bis vor einiger Zeit erschien es all uns ja als eine Art übertriebene Kassandra-Rufe. Doch spätestens seit der Hochwasserkatastrophe 2021, spätestens seit den regelmäßigen Starkregenvorkommnissen, ist es klar, diese Gefahren sind absolut realistisch. Es ist bereits aus diesem Grunde, wir kennen all die anderen Gründe, aber aus diesem Grund Starkregen, Hochwassergefahr schlicht absurd, das S21-Projekt weiter zu betreiben. Und es ist dann doppelt absurd, wenn eine grün angeführte Landesregierung, wenn demnächst ein Bundesverkehrsminister mit grünem Parteibuch, das heißt entweder Cemetschemir oder Anton Hofreiter, dieses zerstörerische jeder Klimapolitik, grundsprechende Politik weiter betreiben. Wisst ihr noch, was da oben stand an der Wand? Da stand der Regelspruch, dass diese Furcht zu irren der Irrtum selber ist. Das steht bewusst nicht mehr da, weil genau diese Furcht die Leute haben. Jetzt haben wir eine Leerstelle dort und ein Loch da oben. Liebe Freunde, Politikermüdigkeit gibt es sehr wohl, aber der Politik müde sind die Menschen nicht. Am 24. September, Dieter hat es gesagt, waren erneut 10.000 in Deutschland Fridays for Future Jugendliche auf den Straßen, um für eine wirksame Klimapolitik zu werben. Im August, September haben ein paar tausend Wahlbeschäftigte gezeigt, wie wirksam Streiks sein können. Die Kolleginnen und Kollegen der GDL haben fast alle ihre Ziele erreicht. In Berlin stimmten am selben Tag die erwähnten 56% für Enteignung der Wohnungsbaukonzerne, obgleich die SPD-Spitzenkandidatin Giffey gesagt hat, Enteignung ist für mich eine rote Linie. Wenn dann die Linke in der Hauptstadt als einzige diese Kampagne unterstützte, aber nur am Ende selber 14% statt 56% erhielt, dann wird auch hier der Widerspruch deutlich. Das heißt, man traut der offiziellen Politik aller Parteien, auch der Linken zum Teil, nicht über den Weg. Die Linke ist Teil der Regierung in Berlin, wo ich lebe, aber sie hat die Stadt mehr oder weniger verwaltet, unter anderem Platz momentan die Privatisierung und Zerschlagung der S-Bahn. Und so, wie Fridays for Future für das Klima auf die Straße eintreten und gehen, und so wie die GDL-Aktiven in den Streik gegangen sind, so demonstrieren wir hier gegen das Monsterprojekt Stuttgart 21. Und wir sagen, dieser Widerstand gegen Stuttgart 21 wird weitergehen. Dieser Widerstand, der an diesem Tag vor 11 Jahren mit Polizeiknüppeln gestoppt werden sollte. Unser Atem ist bundesweit beispielgebend und vielen mutmachend. Eine entscheidende Lehre aus den Wahlen vom letzten Sonntag lautet, immer mehr Menschen wissen auf die eigene Kraft, auf Basismobilisierung, auf Streiks, auf die Präsenz auf Straße und Plätzen kommt es an. Gegen einen abgehobenen Bahnvorstand, gegen die Hambacher Forstzerstörer, gegen Mietenhaie, gegen das Monsterprojekt Stuttgart 21 für eine menschenwürdige Zukunft. Denn nur so werden wir. Dankeschön. Herzlichen Dank, lieber Winfried Wolf. Danke, dass du extra für uns.
uns und diese Rede angereist bist. Es tut gut an diesem Tag, mit dem Blick zurück nach vorn, eine so gelungene Analyse der aktuellen politischen Lage, der absehbaren Kämpfe um den Schienenverkehr und um eine gute Bahn statt Tunnelbahn zu hören. Vielen Dank für unseren nimmermüden Einsatz an unserer Seite. Wir freuen uns schon heute darauf, dass du wieder zu uns kommst. Ich wollte noch einmal ganz kurz etwas präzisieren, und zwar, ich hatte vorhin gesagt, bei der Solidaritätsveranstaltung mit den Filmen auf dem Stauffenbergplatz, falls es nicht ganz klar ist, es ist der Platz neben dem alten Schloss.